Schauen wir mal, ob sich die Erzählungen über unsere mutigen Taten bis in die Kolonie verbreitet haben. Diese staubigen Steinschipper sind so arrogant hinter ihrem bewaffneten Asteroidengürtel. Die wollen nicht mit mir reden, die beiden. Also gehen wir weiter mit der Weltraumkarte. Bergbaukolonie. Stufe 9 Sternchen werden gebraucht. Na gut, wir haben ja bis jetzt immer alles gemacht. Dieser rohstoffreiche Schrottgürtel wird gut bewacht. Und hier sind es 22. Und zu der Bar können wir da links noch nicht. Naja, es ist keine Parade, aber immerhin sind wir auf derselben Seite. Bergbaukolonie. Gerüchte über gewisse glorreiche Taten. Ach, das sind quasi die Levelbegrenzungen. Wir könnten jetzt diese Mission machen, Sprengstofftransporter, oder halt zur Bar gehen. 3 Einheiten? 2 Einheiten, gut. Lolas. Was willst du? Wer bist du? Iwanski. Aber gehen wir erstmal zu NZAP-Fan. Willkommen, Fremde. Hier trauen sich in letzter Zeit nur noch die verrücktesten Bots her. Und ich dachte immer, dass die Kolonie der sicherste Ort der Peripherie wäre. War sie auch, aber seit die Schrotter durchgebrochen sind, ist es hier wirklich schwer. Noch schlimmer, königliche Taucher konfiszieren Asteroiden über Ölbohrungen. Angeblich brauchen die Mistkerle das Öl für einen gefährlichen Auftrag im tiefen All. Sie scheinen eine Menge zu wissen. Get Parrot meinte, dass ich von ihnen vielleicht erfahren kann, wer die Schrotter anführt. Normalerweise schon, aber viele meiner Quellen gehen vor Angst nicht mehr aus dem Haus. Sie verstecken sich vor allem in einer brutalen Quetscherbot, der die Kolonie terrorisiert. Da kann ich vielleicht helfen, diese schlotternden Cowbots aus ihren Verstecken holen. Und hier haben wir zwei Leute. The Spine. Du siehst nicht wie ein Söldner aus. Lassen Sie sich von Äußerlichkeit nicht täuschen, okay, Captain? An diesem Abenteuer ist mehr dran, als man sieht. Auf der Suche nach einem Ingenieur mit Choice, hä? Das ist definitiv eine Scharfschützenwaffe und wir brauchen mehr Crewmitglieder. Ich bin bereit für Abenteuer voller Galonen und Schätze zum Thema Anheuerbonus. Kosten 750, ja, und dann bist du jetzt mal... Valentin Butterbolt. Valentin hatte ein ruhiges, sicheres Leben als Schornsteiningenieur. Jetzt ist er im Ruhestand und sucht nach Abenteuern. Lass dich von seinem Zittern nicht beirren. Wenn er stillsteht, ist er ruhig. Verwegene Abenteuer, ich komme! Iwanski rekrutiert. Du siehst aus, als wärst du zu allem bereit. Wir heuern an, wenn du Interesse hast. Iwanski ist ein starker Roboter, aber es ist wichtig, wofür ihr kämpft. Kampf muss haben guten Sinn. Nun, wir kämpfen dafür, die Ausbreitung der Schrotter aufzuhalten. Wenn es für schwächere Roboter. Iwanski kämpft gerne, aber wenn Abenteuer nur für Eigennutz. Iwanski kann einfach gehen, Pumpin. Oh. Bogdan, der große Iwanski. Die Kraftprotze im Zirkus müssen Stärke ausstrahlen. Als sich Gerüchte über Iwanski, den Großen, und seine Schwachstelle verbreiteten, verließ er die Manege, steckt Schläge locker weg. Iwanski. Früh 15, 13 benötigt. Ha, wunderbar. Wir werden haben große Abenteuer. Ist es nicht schön, aus dem Fenster zu schauen? Iwanski. Oh, wir haben hier Waffen. Oh, wir haben hier unten. Kiste. Kleine Lagereinheit. Ich kaufe. Ich kaufe. Inventar Gegenstande. Hier sehen Sie. Größer. Mein Lagerplatz ist. Gute Crew. Gute Crew. Cowbots. Aber damit haben wir hier schon alle angeheuert, die da wären. Fallen Sie. Piper. Downfall. Das war also das Lolas. Ich fand's jetzt nicht so beeindruckend. Oh. Na, komm mal runter von deinem hohen Dampfross. Wir helfen ihnen gegen diesen Quetschern und gehen selbst nicht leer aus. Ist ja gut. Ich meine ja nur, dass ich so viel über die Kolonie und diese neunmal kluge Bartenderin gehört habe. Iwanski. Ein paar starke Arme helfen uns sehr auf dem Schiff. Captain, wollen Sie Werkstattzeit? Iwanski hilft gerne später. Schön aufbauen, Druck,
Hydraulik machen stark. Ja, gut für zerquetschen. Große Schrotter. Er redet auch mit mir. Sind Sie bereit für ein großes Wagnis in den Tiefen des Alls, Mr. Butterbolt? Nun, Captain, das Altenheim war nichts für mich. Briefmarken sammeln ist das langweiligste Hobby aller Zeiten. Es fühlt sich zu sehr nach Arbeit an. Ich bin viel lieber auf dem Schießstand. Ein nützliches Hobby ist eine feine Sache. Wissen Sie, Captain? Tür öffnen, Tür öffnen. Ja, dass das Schiff schon gar nicht mehr mal so lebt. Dann gucken wir nochmal nach einer kleinen Mission. Befreien wir die Kolonie von Schrottern und zerlegen den fiesen Quetscherbot, Ma'am. Okay, das ist unser nächstes Ziel. Ich hätte gerne 3 Crewmitglieder mit. Dann probieren wir unser Bestes. Iwanski sagt machen! Last Can. Bei Schwierigkeiten über Gelegenheitsspieler verdienst du weniger Wasser bei Missionsabbruch oder Niederlage. Zeit für Gerechtigkeit. Inspiriert. Schon wieder ein Countdown. Pustekuchen, der Alarm-Countdown ist schon aktiv. Das Geräusch ist unverwechselbar. Wenn er die Null erreicht, tauchen die Geschütze auf. Oh. Nun gut, Iwanski, kommst du? Nee, du kommst nicht dahin. Wir gehen aber trotzdem zusammen. Dann kommen halt die Geschütze. Oh. Was machen Iwanski der Größte? Iwanski haben Bombe. Kann werfen Bombe. Bombe, gut. Plan B war für Bombe. Probier es von hier. Versuche ich mich zu neu positionieren. Ja, ich positioniere mich lieber neu mit ihr. Reparieren, 1. Jetzt wird's frech von unten, ne? Soll ich das riskieren? Mach trotzdem 5 Schaden. Aber jetzt müssen wir nur in Anführungszeichen die Beute einsammeln. Machen wir doch glatt. Dann gehen wir hier rechts runter. Großer Iwanski machen, gehen. Den hat sich die Füße zerlegt. Iwanski oben sicherer als unten. Mehr Schutz für Team. Das war schlecht, weil ich mich beeilen wollte. Sollte ich vielleicht dann auch nicht mich beeilen. Probieren wir mal mit Sally die Leute zu umgehen.
Vipers Inspirationsfähigkeit wird aktiviert, wenn du Mannschaftsmitglieder neben ihr platzierst. Ist sie aktiv, verursachen Piper und ihr Mitstreiter Bonusschaden. Okay, aber kann nicht durch Gegenstände schießen. Ja, da brauchen die noch nicht. Kopftrepper. Runter mit uns. Eins, zwei, drei, vier Geschütze. Gut. Gute Frage, ne? Treffe ich das Ding? Ja! Plus eins reparieren. Vier Schaden. Nur ein Kürzer! Iwonski! Großer Krieger Iwonski. Sieben, kommen dann neue. Geschütztürme? Kann gut sein, ne? Mach mal auf. Iwonski! Upsala, ich habe ihn nach vorne gestellt. Ich meine... War vollkommen egal, dass ich ihn nach vorne gestellt habe bei den Iwonski. Wir haben jetzt alles an Beute. Haben alle Gegner getötet. Oh, und sind gleich hier beim Ausgang. Der war doch gar nicht mal so schwer. Easy. Immer nach ganz links. Inspiriert. Alle sind sie inspiriert. Auf geht's. Feierabend. Cool. Die Peripherie ist jetzt bei 18 gesamt. Oh, und Iwonski liegt gleich neue Level. Vergeltung. Vergeltung ist gute Fähigkeit für Iwonski.